Hi Leute, Elden Ring ist wieder da. Nee, ich bin wieder da. MacMo am Start, Leute. Ja, nein, aber wir haben dieses Haus Karir endlich geschafft zu clearen und wir haben ein geiles neues Schwert, was ich noch nicht so ganz nutzen kann. Was schade ist, aber das kann ja noch werden, wenn wir noch einen richtigen Drachen Dunkelschmiedestein finden. Ich kann euch ein bisschen was zeigen. Ich habe ja vieles euch nicht gesagt, was ich aber so rausgefunden habe. Auch vor allem beim Offscreen irgend Sachen. Also ich gehe mal kurz die Items durch, damit ihr wisst, was ich meine. Wir haben zum Beispiel, habe ich hier die Flaschenauffüllung auf 9 zu 2 mittlerweile. Gut, es ist klar, dass ich ja immer mehr gefunden habe und die habe ich verteilt. Da, hier kann man sich in einen Gegenstand verwandeln, das ist ganz lustig. Habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Ist mehrmals wieder benutzbar, also absolut genial. Das ist vor allem geil im PvP. Ich habe es schon mal probiert, aber hat nicht geklappt, kam keiner. Ich habe ein paar Minuten gewartet. Naja, was gibt es denn hier noch? Also das sind ja so die Items. Das ist jetzt nicht so das Hochinteressante. Hochinteressant wird es zum Beispiel, was ich dann später noch da hinten rausgefunden habe. Also bei den Schlüssel-Items zum Beispiel. Parfümierflaschen, dann kannst du mehrere Mischungen. Das sind die Einsätze, also wie viel Zauber du machen kannst, wie viele Talismane du tragen kannst. Die Schlüssel sind eigentlich klar. Hier haben wir das von dem komischen Typ bekommen. Ja. Warre, ne? Von dem wir auch dann das eine andere Teil bekommen haben, um dort zu diesem Gebiet zu gehen. Ja, und es ist wichtig, auch diese Sachen mal zu lesen im Endeffekt halt, ja. Hier steht nämlich, das wollte ich euch auch zeigen, was kann man jetzt herstellen? Jetzt kann man einen Glühstein, also diese ganzen Herstellungsdinger kriegt man dadurch. Das ist also total wichtig, dass man das vielleicht auch mal durchguckt, ja, damit man das versteht halt, ja. Hier kann man dann durch die Schmiedesteine auch den Schwertern andere Wertigkeiten geben. Ich habe zum Beispiel ja dieses eiserne Schleifmesser bekommen, dachte mir, wozu? Ja, damit kannst du zum Beispiel deine Waffe in Typ schwer, solide oder wertig machen. Oder hier in magisch oder eisig, ne? Das geht nur, wenn du diese Schmiedesteine findest. Davon haben wir zum Beispiel einen in Schloss Sturmschleier bekommen, den hier, ne, den weiß ich nicht mehr. Ich glaube, in der Akademie haben wir den bekommen. Nur zum Verständnis. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen bei dem Durchgucken der Sache. Ich bin ja sowas von dumm. Also jetzt nicht mal hier die Karten. Das meine ich jetzt gar nicht, sondern... Wartet mal, wo war das? Ich suche es gleich raus und dann werdet ihr wissen. Weil hätten wir das mal ordentlich gelesen, wären wir auf ein paar Sachen schon viel früher gekommen. Ja? Wie zum Beispiel das hier. Das habe ich ja gefunden vor der Akademie. Da lag ja so eine Leiche von einem Magier. Und da stand Karte des Treffpunkts. Karte des Treffpunkts. Ich habe die Itembeschreibung nicht gelesen, ich Depp. Da steht's doch. Eine einfache Karte bei einer Leiche gefunden scheint zu einem Treffpunkt zu führen. Der Mann, dem die Karte gehörte, könnte auch auf der Suche nach dem einzigen Mittel zum Betreten der Akademie gewesen sein. Ein Schimmersteinschlüssel. Das ist doch Wahnsinn. Und wir Idioten? Hätte ich mir das genau angeschaut, dann hätte ich gesehen, ihr seht ja, da wo der Drache ist, das ist das. Dann hätte man drauf kommen können, dass es links davon ist. Dann hätte ich es gleich gefunden. Hätte ich nicht ewig rumgesucht. Beispielsweise, wir müssen wirklich öfter das lesen. Die Stadt Selia birgt die Quelle, entzündet ihre Kerzen. Also diese Sachen müssen gelesen werden. Hier habe ich zum Beispiel noch eine Sache, die ich noch nicht gefunden habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch in Caelid ist. Der Hinweis darauf, wo sich der Abdruck eines schwarzen Messers befindet. Ja, stimmt, das habe ich auch noch offscreen gefunden. Unfassbar. Seht ihr das? Ich glaube, ich weiß genau, wo das ist. Nämlich, wenn wir jetzt... Merkt euch diese Kartenstelle, wie das ausschaut. Und wir jetzt auf die Karte gucken. Und da waren wir schon. Das ist nämlich, soweit ich weiß, hier, seht ihr, hier ist der Turm, hier ist der Baum und hier ist ja auch genau die Katakomben der Schwarzen Klinge. Und ich habe mir das Video nochmal angeschaut, wo ich da war und dann dachte ich, hey, Moment, diese Hinweise, ich habe nicht alle geprüft, ob die Wände einschlagbar sind. Da, wo es stand, da waren sie wirklich nicht einschlagbar. Aber da weiter hinten gab es da tatsächlich noch einen geheimen Boss und der war wesentlich härter als der eigentliche Boss hier. Und da konnten wir diesen Typen aus dem Ding zu Hilfe rufen. Aus der Tafel der Gnade. Dieser Typ mit der komischen Rüstung mit dem zweiten Kopf, der immer sagt, ja, hol Gorank. Und ich check nicht, was er meint halt, ne? Auf jeden Fall konnten wir ihn mit einem goldenen Zeichen zu Hilfe rufen. Nur zu zweit haben wir den Platz gemacht. Und das war wirklich kein leichter Fight. Das war ein ziemlich schwerer Boss. Der war sehr beweglich und man konnte ihn kaum treffen. Schade, dass ich das nicht auf Stream habe. Es kam halt überraschend. Ich habe einfach nur durchgeguckt und da war er da und dachte mir, ja gut, jetzt brauche ich auch nichts mehr streamen halt, ja. Das war gestern so gegen 12 oder so in der Nacht. Schade eigentlich, hätte ich halt gerne so on screen gefunden, aber ich erzähle es euch ja auch deswegen. Ja, dann haben wir den besiegt, ne? Dann konnte ich auch diesen komischen Dolch, den mir die Frau Hospizfrau, ihr wisst, was ich meine, Tafelrunde,
bei der man immer sein, wo sie einen halten kann, ne? Die meine ich. Also die hält ja einen und ja, spendet Trost. Die hat uns ja diesen Dolch gegeben, wir sollen den richtigen Besitzer geben und den Dolch konnten wir ihm dann geben. Keine Ahnung, was jetzt mit der Quest dann weitergeht. Ich glaube, Gurang haben wir immer noch nicht gefunden, weil der hieß auch nicht so. Ja, es ist, ich habe es noch nicht ganz durchblickt, aber ich glaube, wir haben es ein bisschen vorangetrieben. Whatever. Und wir haben, als wir diesen Typen von der Schwarzen Klinge besiegt haben, auch ein gewisses Item, ein Schlüssel-Item bekommen. Und zwar, ich zeige es euch, und zwar dieses hier. Der schwarze Messerabdruck. Zeichen des Rituals aus der Nacht der schwarzen Messer. In der Nacht der schwarzen Messer stahl jemand ein Fragment des Todes von Maliketh, der Schwarzen Klinge, und erfüllte die Assassinendolche mit ihrer Macht. Dieses Zeichen beweist, das Ritual verbirgt die Wahrheit über die Verschwörung. Das ist sozusagen das Zeichen, dass eben die Hintermänner dieser Verschwörung, die zur Tötung von Godwin den Goldenen geführt haben. Es gab ja eine Verschwörung. So sind ja die Ereignisse erst ausgelöst worden, die zum Bruch des Eldenrings geführt haben. Und diese Verschwörung war ja die Schwarze Klinge der Assassinen. Und sie haben Godwin umgebracht, aber die Hintermänner werden immer noch durch dieses Geheimnis geschützt. Durch dieses Siegel. Sehr interessant. Vielleicht finden wir es noch raus. Wer hatte ein Interesse daran, den Elden Ring überhaupt zu zerbrechen? Also wir werden es noch rausfinden, denke ich. Das ist echt. Also ich bin jetzt langsam ein bisschen in der Story drin. Ich check's ein bisschen mehr. Und wir haben jetzt zum Beispiel hier die Schwarze Klinge verfolgt. Ich hoffe, ich verstehe zum Schluss wirklich, was hier eigentlich abgeht. Oh nein. Ach ja, stimmt. Ja, ich muss euch noch was erzählen. Ich habe ja noch gegrindet in dieser komischen Unterwelt. Und dann habe ich mich wieder weiter vorgewagt, weil mich die weiße Maske jedes Mal invaded hat. Und mich hat es genervt. Und ich habe mich gefragt, kann man die nicht besiegen? Und ich habe sie wieder und wieder besiegt. Und irgendwann, er hat mich auch getötet. Deswegen habe ich auch keine Runenkraft mehr. Könnten wir eigentlich herstellen wieder. Scheiß drauf, machen wir. Dann haben wir keine Fettrolle und können unsere Sachen behalten. Yes. Wir müssen also wirklich vielleicht noch in Konditionen investieren. Auf jeden Fall habe ich den besiegt und dann habe ich, ich glaube, das war Ware selbst oder hä? Es war auf jeden Fall eine Maske, ich verstehe es nicht, weil Ware finde ich gar nicht mehr in dieser Welt. Und ich habe jetzt von dem sein Set bekommen, guck mal, die weiße Maske. Und die zum Beispiel spendet mir Lebenskraft, wenn irgendeiner in der Nähe blutet. Von daher könnten wir sie benutzen, sieht aber irgendwie komisch aus. Vielleicht ändere ich ja mein Outfit noch, wenn wir noch ein paar mehr nützliche Teile finden. Wie ihr seht, habe ich hier schon die Stulpen des Toten Königs und den Beinschutz des Toten Königs angelegt. Aus folgendem Grund. Oh, das war jetzt dumm. Ich wollte eigentlich die Itembeschreibung. Denn regenerieren bei LP-Verlust langsam eure LP. Das heißt, wenn ich getroffen werde, regenerieren sich meine LP. Das ist schon nützlich. Wenn du das ganze Set anhast, natürlich mehr. Ich habe zwei Teile davon jetzt angezogen. Ich finde, das schaut doch irgendwie ganz lustig aus. Versaut auch den Look nicht. Ja. So. Hier geht es jetzt endlich nach Kaelit, dieses Gebiet, wo ich nicht genau weiß, ob wir da reingehen sollten. Ganz ehrlich, das ist nämlich echt knallhart dort. Trotz unseres Levelings und so habe ich das Gefühl, weiß ich, sollten wir das wirklich machen? Fürst Godfrey. Ah, da haben wir es wieder. Am Ende seiner Kampagne. Seine goldenen Armeen unbesiegt und stolz, findet jedoch verlorene Gnade, ruiniert und verblasst. Hm. Ja, hier in Kaelit. Ja, das war wohl ein ganz großer goldener Fürst, offensichtlich. So, jetzt überlegen wir mal, wo wir hingehen. Erzähl, da unten, das nervt mich. Und ich weiß nicht, ich möchte da nochmal schauen. Das kann doch nicht sein, dass wir da nicht reinkommen. Irgendwo habe ich mal die Botschaft aufgefasst, dass man dann da durch kann. Weil dann, wenn du zwei besiegt hast, das Tor offen ist. Die Armee hier ist auch schon verschwunden. Ja, und dann möchte ich die ganze Gegend noch erkunden nach irgendwelchen Dungeons. Weil ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwo einen Drachenschmiedestein einer höheren Stufe finden. Stimmt, das habe ich auch auf Screen gemacht. Ich habe mal einen Dungeon gefunden. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, genau, den Kristalltunnel von Celia, da war ich drin. Und habe den Boss da besiegt. War echt ein harter Boss, ehrlich gesagt. Also dieses Gebiet ist nicht ohne. Ich bin aber nicht gestorben. Und habe dafür einen Drache-Schmiedestein der Stufe 6 bekommen. Jetzt habe ich 6. Okay, ich habe nicht 7, aber ich habe kein 5. Verdammt, wir müssen einen 5er irgendwo finden. Vielleicht finden wir ihn in irgendeiner Höhle, falls wir noch eine entdecken. Halt, ja. Genau, und Drachenkommunion, wollte ich euch auch sagen, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ich habe ein paar Herzen investiert. Ich habe keine Angst mehr, zu einem Drachen zu werden. Nein, ich glaube, da muss man es richtig übertreiben. Deswegen habe ich es gemacht. Und es sind da ein paar echt witzige Sachen dabei. Ich kann es euch mal zeigen. Scheiß drauf. Okay, hier zum Beispiel der faulige Atem. Das ist, schaut euch das mal an, bitte. Wir haben doch diesen fauligen Typen da besiegt. Jetzt haben wir seine Drachenfähigkeit. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich noch einen ausgerüstet habe.
Nee, zurzeit nicht. Aber das verbraucht doch so viel. Schaut meine FPs an halt. Also die sind ja instant weg. So, jetzt versuchen wir doch mal hier rüber zu kommen. Wir sehen. Moment, hier geht's doch. Es geht doch hier, oder? Oder? Boah, wenn ich abgestürzt wäre, wäre es nicht gegangen. Wäre ich jetzt tot. Aber es geht. Oder geht es hier nicht weiter? Ich kann mich nicht erinnern, hier gewesen zu sein. Nee, hier war ich nicht. Geil. Doch, es geht hier weiter. Schaut euch mal das an. Oh, da oben war was. Moment, ich mache mal erstmal diese Flugechsen hier kaputt. Der Esel dreht sich immer so komisch. Das gefällt mir nicht. Wo ist denn das? Ich höre ihn doch deutlich. Da oben? Wir gehen jetzt nicht runter, keine Sorge. Aber wenn ich sowas höre, dann muss er ja hier sein. Aber vielleicht ist er auch hinter den Mauern. Egal jetzt. Egal jetzt, wir gehen weiter, weil das ist jetzt cool. Es geht also doch hier etwas weiter. Das gefällt mir, Leute. Da ist noch so ein Flugechsen-Ding. Schnell erledigen. Oh, schnell erledigen. Perfekt. Ja, wieder so ein Teil. Oh, da müssen wir schon springen hier. Doppelsprung, denke ich. Was ist das hier? Schau's dir an. Haben wir. Ja, was ist das? Flammender Schlag, wie geil. Mist. Das ist dieses Instant-Gift-Zeug. Und das ist ein echt starker Typ. Wir müssen aufpassen. Wir sterben daran sofort. Es ist halt echt ein übler Zeitgenosse, der hier. Ich kenne ihn schon. Der macht das die ganze Zeit. Der hat nichts anderes zu tun. Ja. Wenn dieses Ding voll geht, sind wir tot. Ist einfach so. Moment. Warum drücke ich jedes Mal falsch, wenn ich in Hektik bin? Aber das erhöht ja meine Immunität. Das passt ja dann schon. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob sich unser LP regeneriert hat. Doch, tut sie. Weil wir erwischt worden sind. Jetzt gerade ein Stückchen nach oben gegangen. Interessant. Hier irgendwas? Nur der Tod. Geil! Mann, wir kommen jetzt doch rein. Oh, wo aber? Naja, gehen wir erstmal hier die Stufen und wir können später die Leiter hier auschecken. Okay. Oh, vielleicht geht's gar nicht auf. Gegner? Macht er auf? Wir haben schon mal geklärt. Oh Gott, ich habe da drin ja zwei Löwen gesehen. Ich glaube, das ist ein knallhartes Gebiet da drin. Okay. Das ist bestimmt nicht einfach. Schloss Rotmähne heißt das Ding hier. Aha. Das ist neu. Was geht denn? Das ist echt mal was Neues. Der Männerchor stimmt ein. Ich höre hier was. Das ist ja bitter. Wenn du da runter gehst, musst du dich den beiden stellen. Immer mit der Ruhe. Können wir ja noch gucken. Ja, okay, gehen wir erstmal hier hin. Tut halt nicht so, als würde ich schlafen. Ich glaube, das ist diese Tür. Von der anderen Seite. Ja, ne? Da schau hin. Jawohl. Hey, da sind noch mehr von denen, die sich schlafen stellen. Wer weiß, ob die nicht einen in den Rücken fallen. Sicher ist sicher, ey. Na, ja, das ist genau hier. Jawohl. Gut. Die Frage ist halt wirklich, was mit diesem Schloss eigentlich los ist. Man hört ständig dieses Geräusch. Ich kapiere es nicht. Da drin vielleicht? Wird jetzt lauter. Ja, das war wohl nichts, hä? Das ist hier ganz in... Wahrscheinlich hier oben drin. Können wir nicht aufmachen? Wieso geht's nicht? Das geht nur von der Seite wahrscheinlich. Ah, Mist!
In zwei wird's echt übel. Wir haben keine andere Möglichkeit. Die Tür reagiert nicht mehr auf Eingabe, komischerweise. Oh Mann, ey. Na, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wartet mal. Wenn wir hier auf der Mauer fallen, dann müssen wir nicht runter. Und dann können wir aufs Dach. Scheiß drauf. Was ich meine ist hier. Und wenn wir genau auf die Mauer fallen, vielleicht klappt's ja. Müsste doch gehen. Ja. Können wir auch hier rauf. Ja. Mein Gott. Erwischt! Ah, dich habe ich ja schon mal erwischt. Oh, der Bogen macht schon richtig Schaden, ey. Na, wir haben ihn ja hochgelevelt. Aber mehr als 264 geht nicht. Aber den können wir ein bisschen abknabbern und können ihn dann platt machen. Oh, der weicht gut aus. Und jetzt? Ah, warte mal. Es ist ja ein geschickter. Ich glaube, den kann ich nicht treffen, so. Na, mal sehen, ob ich dich damit treffen kann. Oh nein. Das verfolgt dich, Junge. Sieht nicht gut für dich aus. Wie wär's damit? Ah, ist nicht so stark. Ist ja ein bisschen unfair, was wir hier machen. Vielleicht sollten wir uns den Kampf stellen, hä? Ja, machen wir doch. Wird natürlich nicht leicht. Greifen wir an jetzt. Hier bin ich doch. Autsch. Solange uns der andere nicht erwischt, ist alles okay. Jawohl. Der Stufe 4, danke. Noch ein alter Reißzahn. Wir werden gerade geheilt dank unserer tollen... Moment, wofür haben wir noch? Ja, okay. Wir können für den anderen auch noch was auffinden. Wir könnten unseren fauligen Atem vielleicht probieren. Der ist übel, der vergiftet ihn auch halt, ne? Ihr werdet ihn jetzt in Aktion sehen. Er wird permanent vergiftet. Seht ihr das? Ah, das war sau dumm. Wir können schon ziemlich gut kämpfen mittlerweile. Wir haben einige Mittel zur Verfügung. Das ist geil. Schön, dass wir das geschafft haben. Ey, warum kann man das nicht öffnen? Ich verstehe das nicht. Es reagiert ja nicht mehr auf Eingabe, auf gar nichts. Du! Ich höre euch schon die ganze Zeit! Er füllt die Flaschen auf. Okay! Sie dürfen nicht. Oh, sie dürfen nicht, sie dürfen nicht. Irgendwie kommt mir diese Nachricht sehr bekannt vor. Vielleicht ist es ja auch nur ein kleiner Hinweis, dass man irgendein Rätselchen lösen muss, bevor hier die Türen aufgehen. Kein Plan. Oh, was ist da hinten? Moment. Es gibt noch was zu sehen. Wer weiß. Aber hier ist ja auch niemand. Es sind kaum Gegner hier. Kämpft da jemand? Gegen wen? Oh, er wurde zurückgedrückt. Ah, hier ist es offen. Okay. Ah, ein Ort der Gnade. Das finde ich schon mal ganz nett. Das finde ich gut. Dann müssen wir wirklich nicht immer außen rum gehen. Ich werde mich jetzt nicht hinsetzen. Ich weiß gar nicht, ob die Löwen dann zurückkehren. Obwohl, setzen wir uns kurz hin. Die kamen sonst nie wieder. Ich glaube nicht, dass die wiederkommen. Ja, gehen wir weiter. Da scheint irgendwas Wichtiges zu sein. Dann gehen wir gleich noch hin. Ach ja, und mir ist noch etwas auf- und eingefallen. Wir haben ja auch Blight in der letzten Folge getroffen. Und dann sollten wir doch Seluvis nochmal ansprechen, hat der Blight ja gemeint. Das haben wir dann nicht mehr gemacht in der letzten Folge. Das sollten wir noch tun. Wir sollten nochmal zu Rani, zu diesem Turm gehen.
Schmiedestein der Stufe 4, okay. Sieht aus, als wäre hier mehr, aber wir sind irgendwie, so kommt mir vor, ausgeschlossen. Wir dürfen nicht. Oh, sie dürfen nicht. Oh, sie dürfen nicht. Okay, hier. Wohl. Das ist ja der Raum zu der Ort der Gnade. Also, wie ich das so sehe, ja. Blight? Alexander? Voll die Versammlung! Hä, hey, Moment, da ist ja auch noch der andere. Ne, Moment, das ist nicht der Mönch, sondern das ist eine Frau. Kennen wir die? Kommt mir nicht bekannt vor. Okay. Müssen wir wieder zuhören und wir müssen uns selbst wieder ein bisschen zur Seite begeben. So, sonst stören wir. Okay. Höfliche Verbeugung. Na, wenn das so ist. Warte. Sind wir nicht nett? Und nun können wir nicht mehr mit ihr reden. Die redet nicht. Okay, die anderen werden aber reden, oder? Was machst du hier, Kollege? Thought I might find you here. Echt? I must admit, I was a little worried. We missed our meeting. But it looks like you're still in one piece, eh? You must have heard by now, right? Was? The Starscourge Dradan holds Rani's fate in stasis. But once he's out of the way, it'll spring back into motion. So now. Wir müssen ihn besiegen, Radan. Against the demigod once known as the strongest of them all. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. Shit, sollen wir den jetzt angehen? Into the fray together, eh? What? Into the fray together. Das ist ein bisschen früh, oder? Oder sollen wir es einfach machen? Naja, wir haben nichts zu verlieren. Was macht Kollege Alex? General Radan, mightiest demigod of the Shattering, awaits you. Champions, prepare for battle. Defeat the general, claim glory, and grab that great rune. Grab that great rune. Of war, the Radan Festival. Scheiße. Nimmt er jede Herausforderung an? Und jeder verliert gegen ihn? Oder wie soll ich das hier verstehen? Wollen wir den jetzt besiegen? Schaffen wir das überhaupt? Moment, reden wir erstmal mit Alex. You came. How ja, natürlich! Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other than General Radan himself. To think. I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. Oh, God. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Mach ihn fertig. Alles klar. Good vantage, my friend. Oh, shit. Das wird nicht leicht. Alexander. Wird er uns helfen, genauso wie er? Haben wir jetzt zwei Gehilfen gegeben? Naja, vielleicht schaffen wir es ja dann. Hm? Ich meine, müssen wir sowieso machen, um die Quest voranzuführen, denke ich. Broski Totoski, Alter! Hi, Alter! Ja, ich wollte mir noch den Dialog noch mal kurz hier anhören. So, jetzt schiebe ich mich wieder hin. So. Ging ja um den Dialog, damit alle das auch lesen können. Ne? Ja, servus. Ja, okay, versuchen wir es. Das wird ja übel. Was soll denn der Scheiß, dass wir jetzt gleich am Anfang hier so eine heftige Herausforderung haben? Ja, das ist die Frage, ob wir all diese Sachen hier überhaupt brauchen. Ne? Ich gebe ihm die Fäule. Ich gebe ihm auf jeden Fall die Fäule. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich habe jetzt ein paar Drachenfähigkeiten mir geholt. Wie zum Beispiel... Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn die Fäule? Hier, der faulige Atem. Wir können es nur nicht jetzt nutzen, weil es hier ein heiliger Ort ist. Scheiße, ich glaube, es geht wirklich schon zum Fight. Und diese Drachenfähigkeit ist krass. Damit kann ich jemanden vergiften. Und das kann ja in einem längeren Kampf super nützlich sein. So. Was ist das hier?
Alles wirkt so feierlich und eigenartig irgendwie. Oh, da ist was. Da ist der Stufe 5. Sorry, bevor... sorry, ist... Nein, ich muss ganz kurz... Ich habe einen gesucht. Ich habe einen gesucht. Warte, das geht ganz schnell. Da liegt einfach einer. Opferthron. Opferthron. Warte, ich kann jetzt seine Schwert ordentlich verstärken. Das hier. Ich habe jetzt den Fünfer. Und wir können es nochmal, weil den Sechser habe ich auch... Ah, das ist die Frage, was wir als nächstes dann verstärken. Also beide sind jetzt auf plus 6. So geil! Das hier können wir noch verstärken. Dann wird unser Zauber stärker. Sogar noch höher. Noch höher. Alter. Wahrscheinlich habe ich es übertrieben. Scheißegal. So, und jetzt können wir weitermachen. Danke, es geht schnell. Und das ist ja gleich da. Okay. Krass, wir haben jetzt unser anderes Schwert auch krass versteckt. Puh, die Frage ist nur, was benutzen wir? Oder wir wechseln es ab, wie auch immer. Nicht da lang, sondern da lang, genau. Okay, gehen wir zu Radahn. Oh Gott, ich glaube, das ist ein Ultramonster. Oh Gott. Let's try it. Also ich glaube nicht, dass rechts ist, sondern hier geradeaus in diesem kleinen Türmchen. Aber wie kann so ein mächtiger Krieger hier sein? Also ich kenne diesen Radahn schon von einem Trailer, wo er, glaube ich, gegen Melania gekämpft hat. Das war so ein krass gemachter Trailer. Wenn das der Typ ist, und das denke ich, dann... Keine Ahnung, wie wir den besiegen sollen, ehrlich gesagt. Falls wir das jetzt können, mal sehen. Es geht aber nicht auf hier. Geht aber nicht auf hier. Wir haben Leute schon versucht, irgendwie hinzukommen. Ich glaube, es muss ein gewisses Ereignis getriggert sein, oder? Ich kann ja hier nichts öffnen. Bleibt ruhig. Irgendeine Geste machen? Oder wie geht's weiter? Das sind ja sowieso Tür. Wow, echt? Ist da eine Tür? Krass. Wirklich? Gibt's eine Möglichkeit? Nein, hier nicht. Ja, zu früh gefreut. Ich glaube, da steht kein Fight an. Wüsste nicht wie, weil alle Türen sind zu. Es gibt keinen Hebel. Oder ich sehe keinen. Wir haben auch schon Leute in ihrer Verzweiflung gesucht, runter zu springen. Wahrscheinlich waren sie an derselben Stelle, denke ich mal. Schade. Da habe ich mich schon drauf eingestellt. Ach komm. Echt jetzt? Gucken wir nochmal. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ich kann mein Schwert auch gar nicht benutzen hier. Also, das siehst du immer an diesem goldenen Zeichen links in der Mitte des Bildschirms. Kannst du dein Schwert auch gar nicht ziehen. Ja, super. Und jetzt? Ein Momentchen. Vielleicht muss ich mal mit dem anderen Kerl hier reden, der uns dazugequasselt hat. Vielleicht passiert dann was. Der da. Are you good and prepared, young chum? Ja. Ey, das ist der Typ auch vom Ladebildschirm. Scheiße, so geht's. Absolut bereit. Oh mein Gott! Ich glaube, jetzt geht's los. Before we begin, oh shit. Allow me to paint you the full picture. Jetzt kommt's. Leute, aufgepasst. Ich sage jetzt nichts mehr. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now,
we must make merry. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! Oh, da hinten ist schon eine goldene Wand. Shit, ich glaube, es geht schon jetzt dann los. Okay, ermutigender Ruf. Nun, nochmal reden oder geht's los? You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, divested of his wits and howling at the scum. Okay, ist es jetzt wieder hier oder dort lang? Ich schaue erstmal hier. Ja, der Typ wird... Oh, die Tür ist offen. Moment, die hier wahrscheinlich nicht. Nein. Aber hier müssen wir hin. Oh, bleibt ruhig, war der Tipp von dem einen Kollegen. Wahrscheinlich ein gut gemeinter Rat. Schmiedestein der Stufe 6, okay. Ich bin ultra angespannt, weil die bauen das hier so krass auf. Shit. Der ist schon mal gestorben, sonst müsste er den Aufzug nicht holen. Da wir das wissen, werden wir den Aufzug gleich wieder hochschicken. Ich bezweifle, dass wir das im First Try machen. Wäre aber witzig. Glaube ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob wir hier zu früh sind. Wir werden es merken, wenn wir völlig chancenlos sind. Na Moment, man kann sich doch hier wiederbeleben lassen. Wie konnte das dann passieren? Da drüben ist wohl das Schlachtfeld. Diese Einöde, von der ich sprach, das ist das Schlachtfeld. Gegen Radahn. Ach du Scheiße, ich weiß nicht. Oh nee. Bin ziemlich nervös jetzt. Moment, ist das... Ja, das ist schon der Weg. Oh Mann. Okay. Oh Scheiße, und wir haben gar keine Hilfe. Ich kann nicht mal... Wow! Ich kann die Dinger nicht rufen. Ich kann meine Aschenkumpel nicht rufen. Das ist nicht fair, dass du da machst. Komm mal her. Oh, jetzt macht er sowas. Alter. Alter, was zum Teufel? Geht ja ab. Hallo? Alter, das ist nicht schön, was der macht. Wir müssen an ihn rankommen. Das verfolgt er ihn ja ewig. Ist das übel? Hallo? Hä? Wir dürfen uns auch gar keine Hilfe holen. Hä? Was ist das für ein Monster? Ja, das ist schon wahr. Nur hast du gesehen, wie gerade der Kampf lief? Du bist nicht chancenlos, ist ein guter Spruch, ja. Aber hast du gesehen, wie der Kampf verlief? Der Typ ballert dich mit Pfeilen oder magischen Sachen voll von der Ferne, den du ausweichst. Musst du überhaupt nicht ranzukommen. Und dann schießt er irgendwas in die Luft, was auch verfolgend dich, während er kämpft, auf dich eindrischt. Hallo? Vielleicht können wir das hier benutzen, dann hätten wir eine Chance. Wartet mal. Es ist ja unmöglich sonst. Ja, wir lassen es ohne Bogen. Den Bogen lassen wir jetzt weg. Vielleicht kann ich ihn da drüben rufen. Ich kann mir keine Hilfe auch rufen. Das ist ziemlich krass. Bei jedem Boss konnte man sich ja diese Beschwörerteile noch dazu holen. Bei dem geht's nicht. Ja, ich weiß. Ich muss an ihn ran. Hier können wir das holen. Okay, damit können wir es schaffen, ihn vielleicht näher. Alter. Ich dachte, das Pferd kann ausweichen. Weil es schnell ist, aber nix da. Puh. Ich kann jetzt den fauligen Atem ja gar nicht benutzen. Ja, ist gut. Vielleicht sollten wir absteigen. Scheiße.
shit, macht der Magie jetzt, der Hund. Alter, Gravitationsscheiße. Oh, shit. Beide Sprüche. Leco mio. Wir haben ein bisschen mehr geschafft diesmal. Aber boah, Leco mio, ey. Sehr übel. Vor allem, weil ich die Fäule nicht benutzen kann. Das werden wir jetzt kurz mal versuchen zu ändern. Die Fäule könnte uns einen kleinen Vorteil geben, eben. Boah, shit. Ich bin sehr angespannt gegen den. Ein kleiner Fehler und der hat dich voll in der Defensive und dann ist es schwer wieder, das umzureißen, das Ruder. Du musst dann erst mal wieder dir Raum verschaffen und dann dich hochheilen und das muss alles klappen. Schießt er wieder seinen Blödsinn da? Okay. Wir müssen an ihn ran, so schnell es geht. Kommt die Verfolgerscheiße. Alter, du Hund! Er holt ewig aus! Mein Gott, ich wusste nicht, wann er zuschlägt. Aber die Begiftung ist nicht schlecht, nur leider bin ich jetzt gestorben. Und muss wieder ein Runending benutzen. Mist! Oh Gott, ist der hart. Er ist knallhart. Wenn ich ihn vergiften kann und dann in den Kampfflow kommen kann, könnte ich ihn vielleicht schaffen. Boah, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wir ein bisschen zu früh da sind, trotz unseres Levelings. Wow. Probier's noch einmal, ansonsten müssen wir halt auf diese Taktik verzichten. Ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich wollte die Fäule nicht zweimal auslösen, das war ein Fehler. Ich habe dann vergessen, zu meinem Schild zu schalten. Kampfhektik. Ich probiere es noch einmal so richtig und wenn es dann nicht klappt, dann sollten wir vielleicht lieber zur Hauptstadt erstmal gehen. Der ist schon echt knallhart. Der ist knallhart. Ich sage nicht, dass er unmöglich ist. Auch im jetzigen Stadium. Aber es ist schon echt schwer. Jetzt kommt er. Wo ist denn das? Ich habe nicht das Richtige ausgewählt, glaubst du es? Langweilt mich. Ich habe ihn nicht mal vergiftet. Das nervt mich jetzt, dass ich nochmal probieren will. Ich möchte es wenigstens einmal richtig probieren. Wenn es dann nicht klappt, wenn ich dann das Gefühl habe, ah, der ist mir über. Ich verdrück mich jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander mit den Dingern. Ich dachte, ich hätte das Richtige. Unglaublich. Ich habe zu viel ausgewählt, glaube ich. Ich brauche dieses ganze Zeug nicht. Mehr will ich nicht benutzen, weil die Dinger sind sehr kostbar. Und die erhöhen meine Stats. Und das kann ich nicht ewig benutzen halt, ne? Fucking shit. Okay, haben wir das jetzt richtig? Haben wir das jetzt richtig? Wir rüsten jetzt mal gleich mal das Richtige aus, damit ich jetzt keinen blöden Fehler mehr mache. Und außerdem werde ich doch den Zauber gar nicht benutzen. Den Zauberstab. Und den hier werde ich wahrscheinlich... Obwohl, vielleicht benutze ich ihn sogar. Okay, wir lassen ihn. Okay, wir lassen ihn. Auf geht's. Einmal noch. Richtig. Richtig. Einmal. Ich hatte ihm vorher ohne irgendein Zutun die Hälfte doch schon abgezogen halt, weil ich mich auf den Kampf konzentriert habe. Also ist es nicht unmöglich. Ich weiche diesen Geschossen mittlerweile auch recht zuverlässig aus.
Bei den Geschossen brauche ich nicht mal sprinten, habe ich gemerkt. Es geht auch so. Shit, Pferd erwischt. Ja, ist ja gut. Das ist ja eine 6-Hit-Kombo oder so. Okay, wir sind jetzt im Fight. Oh oh. Jetzt kommt die Gravitationsscheiße. Was macht der Kollege? Was ist hier los? Wo ist der? What? Geht's noch? Alter, was geht mit dem ab? Der ist immer noch vergiftet, wie geil. Ich verstecke mich mal ein bisschen. Das gibt's doch nicht, was macht der Kollege? Er ist zu einem Kometen geworden. Alter, was ist das? Ich bin nur in der Defensive, aber ich habe ihn vergiftet, das ist mein Vorteil. Oh nein. Junge. Alter. Er ist nicht mehr vergiftet. Alter, was macht das zum Schaden? Alter, wir sind ausgewichen. Wir sind wieder ausgewichen. What? Ich habe ihn geschafft. Was zum Teufel war das für ein heftiger Typ? Wie sind wir ausgewichen? Wie sind wir ausgewichen? Was war das? Tja, was war das? So zittrig gerade. Leute, krass. Nice. Alter, der kam als Komet runter. Er kam als Komet runter. Ich bin, war völlig baff. Was passiert jetzt? Ich mach mich glaube ich mal weg, das ist ja echt spektakulär hier. Ist ein Komet eingeschlagen? Nochmal? Was ist hier los? Ja, Mann. Ich bin immer noch so zittrig. Alter. Ich war so angespannt. Alter. Da oben ist Blight. Blight. Ich hol mir erstmal das hier. Alter, das war der dritte Elbenfürst. Völlig unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den jetzt so bald machen können. Ah, gut. Warum hast du nicht geholfen, Mann? What a sick way to fight. The glory of the clash is shared by Radahn and you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. Was war das? I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. Aufhalten konnte? The path has now been cleared. To Nokron, where Rani's fate will be decided. Ach so, jetzt ist der Weg frei nach Nokron. Was ich sowieso machen wollte. We'll take up our souls once more for Mistress Rani. Nochmal reden. Let's meet with a fallen star beneath the earth. Ah, okay, es gibt einen Ort. Side by side. Auf der Karte offensichtlich. My only purpose is to fight for Rani's fate, sword and fang. The curtain's rising. Und da geht's zur Stadt. Final act. Ach du Scheiße. Let's meet with a fallen star beneath the earth. Okay, er wiederholt sich. Alter, was war das für ein Fight? Was war das für ein Monstrum? Ich möchte den nicht erleben oder... Gott sei Dank haben wir ihn nicht in seiner Blüte seiner Zeit erlebt. Oh, da ist ja noch Alexander.
Momentchen, Alex. Was ist los mit dir? Du schaust irgendwie traurig aus. Moment, ich schiebe mich wieder zur Seite. Oh. Damit wir alles lesen können. Ah, hello there. It was a battle marvelously fought. You are well and truly a champion, friend. I, on the other hand, am nothing but a crock. Ach, one hit was all it took to crack me, and for my insides to come spilling out. After that, er sammelt seine Scherben zusammen. Hid like a coward, and as such, I can hardly stand to face one such as you. Ach, sei doch nicht so streng zu dir. But don't you think I've given up just yet? As luck would have it, there's a veritable mountain of warriors' bodies right here. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty warrior again in no time. And you know, the bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less from the very warriors who fought in the Shattering, the greatest of all wars? Just you wait and see, friend. I'll grow even stronger. Just you wait when next we meet. Du willst mir also sagen, der Inhalt von diesen Töpfen sind gefallene Krieger, die fleischlichen Überreste. Deswegen explodieren diese Dinger und verteilen einen Blutberg. Wow. Okay, er sagt das Gleiche. Natürlich ist er betrübt, weil er nicht helfen konnte. Aber seine Schlussfolgerungen sind fragwürdig. Alter! So. Mal mit ihm reden. Warum ist dein... No time for it. The only thing I will hear from you is, are we understood? I have enough. Nach Nokron fragen, genau. Well, well. The task was left to you and the Mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no help. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selin in Limgrave. Die kenn ich. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. Gut. Dann haben wir alles, was wir von diesem Kerl brauchen. Können seinen blöden Komplott, was auch immer er forderte, auflösen. Wollt mit Rani noch sprechen? Das sollten wir auch noch schnell machen. Dem Typen werden wir auf keinen Fall helfen, diesem komischen Seluvis. Erstens, weil er unsympathisch ist. Zweitens, weil er irgendwas Gemeines plant, so scheint es mir. Reden wir mit ihm. Hä? Hallo? Was mit dir? Die schläft? Die Augen sind zu. Hallo? Die Augen sind zu. Hä? Hoffentlich, offensichtlich ist sie in eine Art Latenzzeit übergetreten. Nefeli ist ja die Axtkämpferin und der Seluvis, dieser Magier, den ich nicht mag, der möchte ihr diesen Trank geben. Und ich zeige ihm mal, dem Papa, den Trank. Mal sehen. Vielleicht können wir seine Pläne durchkreuzen und das Ganze anders lenken. Ich weiß nicht, was es ist. I suppose he's up to something again. Oh, I won't interfere. You go ahead and do what you must. The Roundtable has no code to speak of. But I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Nein, natürlich nicht. Would you rather hand that potion to me? Ja. See if we can't get one over on the bastard. Das wäre meine Entscheidung. Good. I'll dispose of the potion myself. Geil. Das gefällt mir, wie jetzt die Geschichte in die Wendung genommen hat. Okay, machen wir. Wir legen diesen Typen rein, Alter. He's so far up his own ass, he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will Jinx! Ah, ist das cool! Die Tür ist da hinten offen. Das ist neu. Ohne Scheiß. Die war noch nie offen. Das ist neu. Nein. Was ist mit dem los? Klangperle. Hä? Wir kriegen sein Set. Wir haben irgendwas falsch gemacht, oder? Oh Mann, reden wir.
Das ist doch die Dame, die uns immer hält. Darf ich mit dir reden, oder? Jetzt allein. Finally, it is returned to its rightful place. Wir haben ihm ja den Dolch. Stolen Hallobrand of the exalted noble. And now, I must bid you goodbye as well. Wer ist das? So I ask you deliver this message to the Round Table Hold. I am Via, deathbed companion, Hark Round Table. Disturb not the death of Godwin, the exalted. We, who humbly live in death, live in waiting. To one day, welcome our Lord. What right does anyone have to object? Our Lord will rise. The Lord of the many and the meek. Wer war das? Ich habe den Eindruck, dass hier irgendeine verrückte Scheiße abgelaufen ist. Die wollte, dass wir doch den Dolch ihm geben. Wir haben es ihm gegeben. Daraufhin hat er gesagt, er weiß schon, von wem das ist. Er wird sich drum kümmern. Und dann sehen wir ihn hier tot liegen. Und aus ihm wachsen diese hässlichen Dornen, die wir auch beim anderen Zauberer gesehen haben. Ich glaube, wir haben ein paar falsche Entscheidungen getroffen, denke ich. Das ärgert mich, aber das ist halt schwierig rauszufinden, sowas. Mist. Also die Tür ist noch nicht offen. Wir können jetzt mit dir reden. Ah, you, please. It's pathetic, I know, but... Ich habe von Gideon. Jetzt passiert was. Okay. So you know already, do you? Right. It's true. My father cast me out. Das ist der Grund. Indulging my emotions. Forgetting the mission. Punishment for offing his pawns. Punishment. Father, mother, Lord Gideon has offered me guidance all my life. I would have done anything for him. To place him on the throne of Elden Lord. And yet I... Though it was not my intent, I betrayed him. And I... Kinda think he'd order his men to enact such tragedy. Dein Vater beschützt dich immer noch, obwohl er ein ziemlich harter Hund ist. He became Elden Lord. He was he simply lying to me? No, no, no. How could I say that? Father has always given me his guidance, and now I've lost it. Bist vielleicht nicht sicher? Ja, aber nicht. How could I say Father has all now? Es ist vielleicht noch nicht zu spät. Und es ist cool, dass wir jetzt auch mal was schaffen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir hier ein paar Quests in die richtige Richtung bringen. So, ne? Fühlt sich gut an. Okay, schauen wir mal. Ah, so you made Nefeli drink the potion. Well Klar. Done. You were a touch more useful than I had thought. Very well. Knowledge of the sorcerous arts, and I doubt much of it will lay within the grasp of any atomic. Das gibt's nicht. If you put your mind to it, perhaps you won't embarrass our lady. Dieser Satz. So nasch. You wish to begin? Well, ja, natürlich. Bevor du dann... Schriftlerin überreiche ich dem nicht, ey. Wir lernen erstmal. Oh, der hat aber krasse Zauber drauf. Kein Wunder, dass er so arrogant ist. Das Ding ist krass. Aber die kann ich schon lernen, ohne große Probleme. Wir müssen ein paar Runen ploppen, sehe ich gerade. Und wir müssen es jetzt tun. Wir müssen leider. Naja, wir haben ein paar krasse. Schauen wir mal, ob wir. Oh, wie viel sind das? Ihr seht es jetzt nicht. 20.000 haben. Also eine von den 13 gibt 10.000. Okay. Wir kaufen mal von ihm, was wir kaufen können. Es reicht natürlich immer noch nicht, sehe ich gerade. Junge, wir kaufen aber das Beste schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch. Okay. 1.500. Kriegen wir schon hin. Schriftrolle überreiche ich dem Kerl nicht. Wer weiß, was mit ihm noch passiert. Und dann kriegen wir die Zauber nicht halt. Also wäre es Quatsch. Reicht das? Wir brauchen nur noch 2000. 3800 sogar. Naja, okay. Er schafft es sogar, wenn er einen lobt, zu beleidigen. Der Typ ist unmöglich! So, you hang on. Then perhaps something was amiss. It's concocted from the finest ingredients. I may have expected too much if I had to begin with.
Er meint, sie hätte es bemerken müssen, wollte uns dann in eine Falle locken? Der Typ ist sehr... Nein, ich gebe dir gar nichts. Hier irgendwo. Hier? Ja, da ist sie. Da ist sie! Hab sie gefunden! Ja, herrlich! Wunderbar! Meine Damen! Da, wir sind schon da. Da ist sie. There you are. Shall we commence the lesson? Eigentlich nicht. Ich gebe ihr mal das Empfehlungsschreiben. Well, well. Celavis is not a name I ever wanted to hear again. If it will help you, my apprentice, the stars alter the fate of the Carian royal family and the fate of your mistress, Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations and in a crushing victory arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. Das haben wir eh schon geschafft, was sie uns gesagt hat. Er hat uns nur gesagt, wir sollen ihn besiegen und dann wird der Weg frei zu dieser Stadt. Und das haben wir eh schon gewusst. Weil wir noch mit Blight dann gesprochen haben. Ah, dieser Schild war völlig unnötig.